Ja, Leute, also ich weiß nicht, wie man diesen Tag hier als BVB-Fan überstehen konnte. Das ist wirklich mal wieder Masterclass Borussia Dortmund. In der 13. Minute kriegt man das 1 zu 0 rein, weil man einfach so beschissen steht und einfach keine Defensive an den Tag legt. Dann 28. Minute, niemand geht drauf, niemand geht auf Kone, der macht das 2-0 und du denkst dir, okay, ja, dann lassen wir es sein für heute, Schluss aus, wir verlieren hier 4-0 oder irgendwas. Aber nein, 2 Minuten nach dem 2 zu 0 kommt dann eine richtig gute Flanke von Julian Brandt und dann im Rückraum, beziehungsweise ein bisschen weiter hinten, steht dann Marcel Sabitzer und der macht dann den Anschlusstreffer. Und ich saß da, wie Hans-Joachim Watzke immer auf der Tribüne sitzt. Ich habe mich nicht bewegt. Ich konnte mich nicht freuen über dieses Tor, weil ich einfach noch so angefressen war von den ersten beiden Gegentoren. Und dann 2 Minuten später eine sensationelle Flanke auf Jamie Benno-Gittens von Rami Benzebaini, der mit dem Kopf ablegt und Niklas Füllkrug mit dem Außenriss. Traumtor, der kann einfach auch irgendwie alles. Viertes Saisontor für Niklas Füllkrug und da sieht man halt einfach mal, man braucht eigentlich auch kein Haller mehr und könnte sich vielleicht doch überlegen, den im Winter abzugeben. Denn, wie gesagt, Haller, wo soll er denn bitte irgendwie noch auf Spielzeit kommen, wenn wir einen Moukoko und einen Füllkrug haben und die beide einfach um Welten besser sind als Haller? Und vor der Pause, wir machen sogar noch das 3 zu 2 und drehen dieses, ja, verkorkste Spiel mit einem richtig geilen Tor von Jamie Benno-Gittens, der für mich auch Man of the Match war, weil er einfach so ein krasses Spiel gemacht hat. Niklas Füllkrug jetzt mit der Vorlage auf Benno-Gittens. Beim 2 zu 2 Ausgleichstreffer war es ja genau andersrum. Einfach richtig geil. Und da habe ich mir dann auch die Seele aus dem Leib geschrien. Ja, und da muss man sagen, die zweite Hälfte, das war eigentlich langweilig. Man hat sich als BVB-Fan einfach nur darauf, ja, konzentriert, dass dieses Spiel endlich mal abgepfiffen wird. Aber nee, wurde es nicht. Und dann gab es diese Riesenchance. 90 plus 6 und Christoph Kramer zimmert den vorbei. Und also wirklich, als Gladbach-Fan würde ich da so ausrasten, weil den musst du eigentlich machen in so einem wichtigen Spiel. Dann gibt es nochmal so eine Ecke und ja, Donny Malen, wie ein meiner BVB-Karriere, könnt ihr gerne mal den Kanal abchecken. Genau so einfach 1 zu 1 kopiert. Der hat den Ball nach der Ecke gewonnen und dann war halt auch nichts mehr in der eigenen Hälfte der Gladbacher. Selbst der Torwart war mit bei der Ecke vorne, natürlich. Und Donny Malen rennt halt einfach und macht den Rosicki und rennt aufs Tor zu und rennt und rennt und er rennt immer noch wie einst Ryerson gegen Hoffenheim. Und dann leeres Tor, den muss er machen, den macht er auch. Jubelt auch schon, bevor er trifft. Aber eben ein leeres Tor sollte so ein Donny Malen schon treffen. Und ich bin jetzt am Ende. Ich bin echt froh, dass die Jungs das geschafft haben. Aber ich bin nicht überzeugt. Ich bin sehr, sehr erleichtert. Überzeugt aber noch nicht ganz, weil die erste Halbzeit bis zu diesen Anschlusstreffern, ja, das war noch gar nichts und da muss auf jeden Fall noch was passieren. Eure Meinung in die Kommentare, ich bin raus. Ciao.